jetzt ist die Zeit der Praxis angebrochen, sozusagen. Ja, diese ganzen ersten Grundlagenforschungen, die sind jetzt erstmal etwas zur Seite gelegt, also laufen parallel natürlich schon weiter, aber irgendwie wollen wir auch mal was Praktisches draus machen. Ne? Da ist der Action for Free schon mit sehr gutem Beispiel vorangegangen. Der hat bei sich zu Hause sogar schon weiter als ich. Ne? Der hat seine Autobatterien auf Alaun umgerüstet. Meine Autobatterien sind noch so, wie sie waren vom Schrottplatz. Ne? Nebenbei ein bisschen mit Megapulser so ein bisschen regeneriert die ganze Zeit. Hab sie jetzt als SAR-Switch zusammengeschalten. Allerdings müssen die Kollegen ja trotzdem geladen werden, ne? Irgendwie. Also ganz mit freier Energie laufen die solche Batterien hier nicht. Und noch mit dem SAR-Switch ist es zwar so, dass man im Endeffekt mehr Energien aus den Batterien rausbekommt, als wenn wir sie einzeln leerziehen würden. Ne? Also von daher ist es schon wirklich eine tolle Sache. Die Batterien mögen halt einen Zyklenbetrieb. Ne? Und wenn da immer schön Strom fließt, scheint es für Batterien wahrscheinlich wirklich besser zu sein als so normal. Also von daher ist es sogar mit normaler Physik halbwegs zu erklären, warum das besser ist. Und ja, mit normaler Physik wollen wir auch mal jetzt versuchen, hier unsere Batterien zu laden. Ne? Wenn wir diesen SAR-Switch da haben, Moment, wo haben wir eine Zeichnung davon? Ich mache mal noch eine. Hier ist jetzt nochmal der SAR-Switch so im Überblick. Ne? Hier haben wir unsere vier Batterien, die in der Art und Weise verschalten sind. Und unsere Last nehmen wir jetzt immer nur hier weg. Ne? Also einmal hier, dann schalten wir unsere Last hier hoch, dann ist unsere Last hier dazwischen, dann schalten wir sie hier rüber, dann schalten wir sie hier runter. Oder man schaltet sie rüber und über, wie man das halt auch immer machen möchte. Ja, wenn es jetzt so ist, dass wenn wir hier eine Last dran haben, dass dann einige Batterien von der Voltzahl her steigen, haben wir jetzt auch mitbekommen, da ist das gar nicht so einfach, haben wir nämlich gedacht, wenn wir jetzt irgendwo auf eine andere Seite unser Ladegerät anschließen, laden die sich vielleicht alle voll, aber Pustekuchen, denkst du, die werden sogar leerer. Ja, also ich habe das letzte Nacht mal gemacht, da habe ich ein Ladegerät, ein selbstgebasteltes, ja, werde ich euch dann noch zeigen hier. Habt ihr ja schon im Vorfeld ein bisschen beobachtet. Habe ich hier drüber geladen und dann habe ich anstelle von der Last auch ein Ladegerät angehangen und am nächsten Tag, siehe da, die ganzen Batterien habe ich irgendwie leer gezogen. Also keine Ahnung, wo da der Saft hingegangen ist. Ich bin dann wieder dazu übergegangen, das Ladegerät nur hier anzuschließen. Aber da geht's schon wieder los, ne? Wenn man kein LKW-Fahrer ist, dann hat man seltenerweise ein 24-Volt-Ladegerät zu Hause. Ja, das hier war mein erstes Ladegerät gewesen. Waren sogar noch für 12 Volt gewesen. Also am Anfang wollte ich sogar so umständlich machen und wollte die alle einzeln mal laden. Hier seht ihr es, das zieht bei 12 Volt 4,2 Ampere. Also liefert es, ne? Wie viel es zieht, steht hier gar nicht drauf. Doch, 65 Watt. Naja, haut schon so ungefähr hin, ne? Ja, aber hier die Teile eckig und das Einzige, was... Ne? Ein Profi bin ich noch lange nicht. Das Einzige, was ich auch erst nachgucken kann, ist, ob die Sicherung gekommen oder nicht. Ob die Sicherung gekommen ist oder nicht. Das war hier nicht der Fall. Jedenfalls ist es nochmal angesprungen. Dann stand ich da. Kein Ladegerät. Ne? Jetzt habe ich hier meinen schönen SAR-Switch angeschlossen. Hab auch hier, das ist der Umschalter dafür. Das ist so ein umgebautes Airwick Dufterfrischungsding. Die haben da oben so einen wunderschönen Elektromotor drin, der alle 9 Minuten oder 27 Minuten oder 36 Minuten einmal umschaltet. Ja, dann hinten dran ganz einfach noch einen, sieht man das von hier? Doch, sieht man. Ja, einen Stufenschalter rangebastelt und der schaltet dann praktisch meine Last automatisch, ne, je nachdem wie ich es hier einstelle, dann immer von da nach da nach da nach da. Ja, schöner Zyklenbetrieb, läuft auch seitdem ganz gut. Wo war ich eigentlich gewesen? Wie bringe ich jetzt die Überleitung zu dem Ladegerät hin? Na, scheißegal. Jedenfalls, das war meine erste Version des selbstgebastelten Ladegerätes für 24 Volt. Da hat mir der Voglers Jens von Vision Blue mal einen coolen Tipp zukommen lassen. Da war auch ein Bauplan von der Panacea-Universität, den ich jetzt aber leider nicht mehr finde. Da hätte ich es gerne mal mit verlinkt.
Es geht eigentlich nur darum, dass wir hier eine Luftspule haben, viel fetter Draht drauf gewickelt ist, dann, ich habe 100 Windungen sind es Bifilar, ne? Um da mal genau zu sein. Und hier der Transistor, hier steht es, MJE, ja, und der Rest, ne? Geht auch nur mit dem, also mit dem 3055er habe ich nicht zum Laufen gebracht. Dann hier noch ein paar Kondensatoren, da eine Diode. Den Farbcode habt ihr jetzt, ne? Den Farbcode habt ihr jetzt auch. Ja gut, jedenfalls hat es gar nicht so gut funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Ne? Ist halt wahrscheinlich auch so nach Schultiefmodus aufgebaut und das Teil, das zieht, wenn es anfährt, richtig Strom. Ne? Da habe ich mir gedacht, da musst du auch eine ordentliche Stromquelle dafür haben. Hab mir hier ein altes Laptop-Netzteil, was 2,5 Ampere bringt, rausgesucht. Fietscht ganz schön, wenn es hochfährt, aber so richtig laden. Geladen hat meine Batterie nicht so richtig. Ne? Leider. Tja, dieses war sozusagen der erste sinnlos vergeudete Tag. Mal gucken, was es für einen Zweck noch bekommt. Also ich meine, für kleine Batterien geht es schon einwandfrei. Mal gucken, was man damit noch so anstellen kann. Ganz fertig ist es ja auch nicht. Ne? Hier kommen ja angeblich noch 6 solche Röhren hexagonal rum. Erst dann soll es richtig gut funzen. Wird noch irgendwann gemacht. Aber ich habe ja jetzt erstmal was gebraucht. Ja. Dann bin ich wieder beim Bedini gelandet. Ne? Mit einem normalen Lüfter-Bedini-Motor. Eine Autobatterie schon laden ist schon ganz schön umständlich. Ne? Habt ihr vielleicht mitbekommen, es dauert Wochen, ehe die überhaupt richtig an Saft gewinnt. Und da gibt es ja auch noch ein paar Tricks bei diesen Bedini-Schaltungen. Ne? Und zwar diese Sache dann, diesen ganzen Saft, die der Bedini hier während dieser einen Umdrehung in seinen 4 Spulen da generiert, ne, zwischenzuspeichern in einen schönen, schnellen Fotoflash-Kondensator. Und diesen Fotoflash-Kondensator dann mit einem Mal, ne, hier mit so einem Read-Kontakt, der schaltet immer dann, wenn der Magnet vorbei macht, mit einem Mal komplett auf die Batterie zu schalten. Ne, also irgendwie diese Säurebatterie, momentan ist ja eine Alaun-Batterie, die mag das aber bestimmt auch, ne? Die mögen das, wenn sie mit richtig schönen Strompulsen vollgepumpt werden, ne, also richtig auf einmal. Und wenn unser Transistor hier schaltet, dann kommt da zwar auch ein ganz schön heftiger Strompuls, aber da ist halt nicht ganz glatt. Ne? Dann haben wir hier mal so eine Übersicht, wie ich mir das momentan vorstelle. Ne? Also wie gesagt, das sind alles Segelohren-Bob-Erfahrungen, keine Garantie und keine Gewähr auf Richtigkeit. Das ist so, wie ich momentan interpretiere. Ist das momentan unsere normale Pulsladung, wie wir es mit diesen Ladegeräten machen? Ne? Dann wird dann hier, weiß nicht, 14,4 Volt sind die meistens eingestellt. Ist auch schon wieder blöd für Alaun-Kristallbatterien. Ne? Da müsste die Spannung ein bisschen unten drunter sein. Da wäre es gut, wenn man ein Universalladegerät hätte. Haben wir ja jetzt. Ne? Aber nochmal hier dazu. Dann bringen die immer solche schönen, ich glaube, Rechteckpulse raus. Ne? So sieht das digitalmäßig aus. Ja, dann so hier stelle ich mir das vor, wie es beim Schultief ausschaut. Genau muss ich beim Oszi dann nochmal nachschauen. Ne? Da wird dann immer der Strom hochgeschwungen sozusagen, ne? So hoch, also wenn man Kondensatoren dann dran hat, ein bisschen platzen, und wenn man Batterien dran hat, auch ein bisschen übervoll sind, muss man dann halt schön die Ladeschlussspannung dann abwarten. Aber auch beim Joule-Tief, und übrigens auch, wenn der Bedini schaltet, diese Schaltimpulse macht ja der Transistor hier, ne? Und die sind nicht so glatt, wie es hier momentan scheint, weil wenn man ein bisschen ranzoomt, dann schaltet das eigentlich eher so aus, ne? Dann ist das ein ganz ziemlich hochfrequentes, ne? Auf- und Abschwingen vom Transistor. Das ist nie so richtig ganz glatt. Ne? Und das ist, naja, so eine Sache halt. Nicht so ganz so optimal. Und das wäre dann praktisch dieses Teil Bedini mit Readschalter. Ne? So wie wir es hier haben. Das ist der Readschalter, da ist der Kondensator. Unser Bedini, unser Magnet. Hier ist unser Kondensator, ein bisschen klein geraten, unglücklich, ne? Fotoflash-Kondensator. Und hier ist unser Readschalter, der dann, wenn der Magnet vorbei macht, die komplette Ladung, die der Fotoflash dann hat, mit einem Mal komplett geschlossen auf die Batterie draufhaut. Ne? Er kriegt dann richtig
Hier der Puls, der dann, hier ist der Schaltpuls, ne? Also hier wird er aufgeladen, der Kondensator, während der halben, dreiviertel Umdrehung, bis er schaltet. Ne? Und dann schaltet er mit einmal komplett die komplette Energiedichte, wenn man so nennen mag. Ne? Hier das da drin ist die komplette Leistung dann. Ne? Lädt sich hoch. Ich schätze mal so auf 80 Volt, meine 300 Volt. Eventuell, ne? Vielleicht auch ein bisschen weniger, jedenfalls mehr als die Spannung, die wir für die Batterie brauchen. Und dann kommt die ganze Leistung rein. Ja, und das schaut schon mal so nicht schlecht aus. Mal gucken, ob es überhaupt funktioniert. Das Netzteil dafür ist jetzt ein 300 mA bei 12 Volt. Ne? Reicht komplett aus. So, steckt drin. Mal gucken, ob das jetzt gleich geht. Nee, ein bisschen weiter runter. Wohin müssen wir? Dahin. Auch nicht. Dahin. Auch nicht. Komm, Kollege. Aha. Vorführeffekt. Jetzt läuft er. So. Gott. Ah ja, und hier hinten rennt es. Bei 981 sind wir gestartet. Ne? Das ist 988. 989. Na, geht schon halbwegs relativ Zingsdinge fix now, ne? Wenn man es so ausdrücken kann. Hier der Reed-Schalter switcht schön vor sich hin. Scheint ganz gut zu klappen. Mal gucken, wie lange der Reed-Schalter hier aushält. Ich habe irgendwie mitbekommen, ich glaube, ich habe hier zu große Magneten. Hab die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Magnetfelder irgendwie nicht berücksichtigt. Ne? Je höher die Drehzahl ist, desto stärker wird irgendwie das Magnetfeld, was hier auf den Reed-Schalter drauf wirkt. Und da ist mir bei anderen Tests schon der ein oder andere dann zerbrochen, weil die Vibration zu groß wurde. Ja, so lernt man dann mit der Zeit dazu. Aber dafür, dass wir als Netzteil in 300 mA 12 Volt so ein Fitzelding, ne? Was garantiert der so eine bei Volllast ist, also ich schätze mal, der zieht jetzt 100 mA ungefähr bei 12 Volt. Ja, pulstert die Batterie doch schon verhältnismäßig schön voll, ne? Oder nicht? Ja, wer jetzt hier sich fragt, warum misst er denn nicht die Ampere, die reingehen, ne? Ja, wenn man das hier betrachtet, naja, habt ihr Amperezangen, die sowas anzeigen können? Ja, von daher bleibe ich erstmal bei den Voltzahlen in den Batterien. Auch wenn hier keine Over-Unity eventuell entstehen sollte, ne, so ist es dennoch eine sehr effektive Methode und vor allem sehr billige Methode, sehr langhaltende Methode. Ne. Ich meine, das Teil hat das genau 2 Jahre gehalten. Ne. Also ich... Wenn ich den Kassenzettel aufgehoben hätte, vielleicht wäre es genau vor, weiß nicht, genau nach 2 Jahren auf den Tag kaputt gegangen. Ne? So nach dem Motto, wir bauen hier irgendein Teil ein, was nach 2 Jahren kaputt geht, das keinen Garantieanspruch mehr hat. Ist eine böse Vermutung, ich weiß, aber hey, es fällt mir immer mehr auf bei den gekauften Sachen. Ne? Also, dann lieber selber machen. Da weiß man wenigstens, was man hat. So. Jetzt sind wir schon bei 993, 994. Aber reicht noch nicht für Autobatterien aus. Ne? Ich meine, für so kleine Fitzelbatterien wunderbar, wunderschön. Aber wenn man hier solche großen Autobatterien vollpumpen möchte, dauert es damit auch noch verhältnismäßig etwas lange. Obwohl es sehr energiesparend ist. Ne? Im Gegensatz zu dem Ding, was 65 Watt zieht. Zieht das hier, 12 mal 100 mA, wie sind das? 1-2 Watt? 1-2 Watt, ja ungefähr, ne? Und trotzdem wird es hier so schön voll. Okay, nächste Maschine. Das hier ist jetzt momentan meine Königsversion sozusagen. Als Bedini-Motor habe ich hier einen Servomotor genommen. Wird etwas warm, deshalb
hier ein Kühler drauf. Hier ist die Bedini-Schaltung. Auch das Potti versucht zu kühlen und der Transistor wird hier auch etwas wärmer und sogar der Vorwiderstand. Musste ich ein bisschen Kühlfolie drauf machen, weil er schon etwas gerochen hat. Jetzt läuft es aber schön stabil. Ja, der Bedini pumpt dann hier diese Kondensatorbank voll. Das Photoflash-Kondensatoren, keine Ahnung, vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen überdimensioniert, weil in einigen Tests, da gab es hier in dem Reach-Schalter richtig schöne Gewitter und zeitweise konnte ich da überhaupt keinen Schalten mehr hören. So, vielleicht war er da festgeklebt, also mal gucken, ob das so richtig optimal war. Aber die Version funktioniert momentan noch am besten, ja. Einmal wird mit Bedini-Motor die Kondensatorbank aufgeladen, ne, hier, Kondensatorbank. Bedini-Schaltung, Servomotor, nochmal so als Überblick. Hier hinten am Reach-Schalter habe ich einen ganz kleinen Gegenmagnet dran, weil, ich weiß nicht, ob man das hier so ganz genau sieht. Nee, ich glaube weniger, ne? Jawohl. Der ist jetzt nämlich komplett geschlossen und nur wenn jetzt der Magnet vorbei macht, wird mal kurz geöffnet. Ne? Ansonsten ist es so, dass der Reed-Kontakt die ganze Zeit geöffnet ist und wenn der Magnet vorbei macht, wird er mal kurz geschlossen. Und ja, ich habe mir das jetzt so hier ausgedacht. Da habe ich praktisch eine längere Schaltzeit und eine kürzere Ausschaltzeit. Tja, mit dem Hintergedanken, ne, dass diese Kondis nicht ganz so voll gehauen werden und hier drinnen der Stromüberschlag nicht ganz so heftig ist, dass dieses Teil nicht kleben bleibt. Mal gucken, wie lang es so funktioniert. Jetzt stehen die ersten Tests aus. Ja, das ist die normale Ladung und als kleines Schmankerl habe ich dann noch einen Schultief extra mit rangehangen. Ja. Der ist zwar nicht ganz so energiesparend wie das Zeugs mit dem Servomotor, also zieht mehr Strom, allerdings lädt es auch die Kondis auch richtig schön schnell voll. Ne? Das ist dann als kleine Zusatzladung gedacht, die pumpen die Kondis auch mit voll und dann mit dem Reach-Schalter wird es dann zur richtigen Zeit an meine Batterien abgegeben. Ja, als Batterien haben wir momentan die zwei dran, habe ich eine Reihe angeschalten, sind momentan bei 19,15 Volt. Und als Netzteile hierfür haben wir einmal für den Bedini-Motor ein 24 Volt mit 550 mA maximal. Ne? Mehr zieht er nicht, also dürfte noch weit drunter liegen, ich schätze mal so um die 300, 200, 300 mA vielleicht. Bei 12 Volt und für den Joule-Tief nehmen wir, da kommt er mit niedrigen Spannungen aus, ne, 7,5 Volt mit 2 Ampere. Also da müssen wir eine richtig schöne Ampere reingeben, damit er auch, also würde vielleicht auch mit weniger laufen, aber da wollte ich mal auf Nummer sicher gehen. Ich werde dann auch mal, ja, das könnte ich eigentlich mal machen, ne, Energiemessgerät an Eingang mit ranhängen. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Das machen wir jetzt gleich mal. Gut, da haben wir es drin. Passt soweit und wir fangen mit dem Bedini-Motor. Bedini-Servomotor, ne? Ist mal dazu gesagt. Servomotor an Bedini-Schaltung. Okay, so, aufpassen, dass ich mir die Finger nicht einklub. Das ist mir schon ein paar Mal passiert hier. Und. Oh, rennt. Oh, und jetzt schon bei hier. 23. Hier. Das rennt ordentlich. Das rennt ordentlich hinauf. Ha. Gut, muss dazu sagen, ne, die Alaun-Kristallbatterien waren auch schon relativ voll gewesen. Gut, das ist natürlich heftig. Also an den kleinen Batterien habe ich noch gar nicht ausprobiert. Ich habe es gleich unten an den großen Batterien ausprobiert. Da ging es ganz gut. Jetzt kann ich ja den Schultiefmodus gar noch mal einschalten. Das ist ja schon viel zu viel und wir sind hier am Eingang bei 17 Watt. Immerhin. Mhm. Naja. Guti. Ja, ich glaube, dann verbaue ich das jetzt erstmal hier unten an die großen Batterien, weil den Schultief möchte ich jetzt wirklich nicht noch mit anschalten. So sehr überladen möchte ich die Batterien hier dann doch nicht. Aber hier klappt schön vor sich hin und pumpt schön voll. Universal-Ladegerät. Ja, könnt ihr es auch 36 Volt oder 48 Volt oder... Ne, eigentlich theoretisch bis 330 Volt könnte ich gehen. So weit wie die Kondensatoren gehen. Das ist nun der Voltstand von
meinen Autobatterien alle in Reihe. Nee, nicht alle in Reihe, also zwei in Reihe und die jeweils parallel, wie im SAR-Switch eben angegeben. Und mal gucken, wie schnell es jetzt funktioniert. So, wieder zuerst nur der Bedini-Motor. Gut. So. Komm schon. Jawohl, rennt. Aha. Ich muss erstmal die Last ausschalten. Das muss man zur Sicherheit noch machen. Das ist jetzt nämlich hier meine ganze Last, die hier dran hängt. Ja, so weit, wie es geht. Schalten wir mal aus. Gut. Ja, das ist die eine Batterie, von der es jetzt abgenommen wird. Und nur mit Servomotor sind wir jetzt schon bei 24,80. Gut, aber wir haben ja noch eine Zusatzoption, ne? Geht so schon relativ ratzfatz, kann man sich schon freuen. Wir ziehen 12,5 Watt und jetzt kommt der Kollege noch mit dazu, der Joule-Tief. Okay, und der Moment, wo Strom kommt, ist jetzt. Und schon geht es noch ein bisschen schneller. So, jetzt ziehen wir hier 19 Watt. Also habe ich jetzt ein Ladegerät mit zwei Netzteilen, was insgesamt 19 Watt zieht. Und es lädt mir vier Autobatterien in einer angemessenen Zeit voll. Wollen wir es mal so ausdrücken, oder? Also ich bin zufrieden mit dem ganzen Zeugs hier. Und ja, vielen lieben Dank nochmal an John Bedini, Rick Friedrich, diese ganzen Leute, die sich da schon seit den 80er Jahren Gedanken drüber gemacht haben. Das habe ich auch noch bei denen abgekupfert. Ist also nicht auf meinem Mist gewachsen. Und so weit waren die schon in der 80er Jahre gewesen. Ne? Ha. Naja. Aber so gefällt mir das irgendwie viel besser als dieses moderne digitale Zeugs. Ja, jedenfalls vorübergehend erstmal. Bis später dann.